Aishas Welt. Audio- und Videopodcasts rund um Menschenkenntnis, Lebensmotive, Persönlichkeit und Weiterentwicklung. Deine Inspirationsquelle für die beste Version deiner selbst. Herzlich willkommen zur Folge 5 von Reischers Welt. Ja, heute geht es dann Tatsache um die Weiterentwicklung. In den Folgen 2 bis 4 haben wir uns um die Assessments gekümmert. Ich habe euch kurz erklärt, worum es geht, um das Thema Menschenkenntnis, Lebensmotive und Persönlichkeit. Also die Physiognomie, das RISE-Motivation-Profil und das DISC-Verhaltensmodell. Jetzt wissen wir, wenn wir das gemacht haben, wer du bist, wer man selber ist und hat ein ganz gutes Gefühl, wie der Ist-Status ist. Und jetzt geht es natürlich darum zu schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und wir haben das ganze Thema in drei Bereiche unterteilt. Der eine Bereich, der Arbeitgeberbereich, ist der, wo Unternehmer, Teamleiter sich an uns wenden können. Und wir im Bereich der Teamentwicklung schauen, was für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe ich in meinem Team. Sind die dort an der richtigen Stelle? Sind die Teams richtig zusammengesetzt? Und wie kann ich mein Team weiterentwickeln? Und natürlich heute das Ganze nicht nur in klassischen Teams, die in einem Büro zusammensitzen und zusammenarbeiten, sondern natürlich über die Schreibtischgrenzen hinaus. Und hier kommt eigentlich die Besonderheit dazu, dass eine Teamzusammenarbeit von Menschen, die sich nicht regelmäßig physisch sehen, natürlich noch einmal etwas anderes bedeutet. Und auch, ist jeder denn überhaupt fürs Homeoffice geeignet? Und das kriegen wir auch bei den Assessments sehr gut raus. Nicht jeder ist dafür perfekt geeignet, Wochen, Monate oder Jahre Tatsache alleine in einem Homeoffice zu verbringen oder in einem Mobile Office unterwegs zu sein. Er braucht soziale Kontakte. Und das können wir entsprechend herausfinden. Und somit kannst du auch als Arbeitgeber dein Team, deine Leute besser einsetzen. Nicht nur fachlich in dem Team oder in dem richtigen Team, sondern natürlich auch in dem richtigen Standort oder in der richtigen Häufigkeit zwischen Homeoffice und Büro. Das ist der Weg der Teamentwicklung. Und natürlich auch die einzelne Entwicklung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die man fördern kann. Wo passt diese Person hin? Wo will sie hin? Hat sie denn eigentlich, als sie bei euch angefangen hat, Tatsache den richtigen Arbeitsplatz, die richtige Aufgabe bekommen? Oder wäre sie vielleicht woanders viel, viel besser geeignet? Das hatten wir auch früher mal bei meinem Unternehmen, dass eine Mitarbeiterin eigentlich für einen anderen Bereich viel besser geeignet ist. Und wir haben ihr die Möglichkeit gegeben, das auch dann zu tun und sich dort weiterzuentwickeln, Weiterbildung zu machen. Und dort war sie auch viel glücklicher und viel besser aufgehoben. Das weiß man manchmal am Anfang des Berufslebens noch nicht oder durch andere Zwänge von außen macht man etwas, was eigentlich einem nicht wirklich Spaß macht. Und wir wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass heute bei der Arbeit jeder maximal viel auch Spaß und Freude und Erfüllung halt hat und nicht nur einen Job verrichtet, der von 9 bis 5 geht. Also das ist das im Bereich, was wir Arbeitgebern anbieten können, nämlich die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter auf persönlicher Ebene oder halt in der Teamebene. Genauso umgekehrt geht es natürlich auch in den Arbeitnehmerservices für Mitarbeiter, die vielleicht vom Arbeitgeber nicht so gefördert werden, die sich selber aber entwickeln wollen und wissen wollen, wo sie hinwollen. Das heißt, wir bieten auch diesen Personenkreis an, sich mit uns zusammenzusetzen und wir schauen, wohin kann die Reise noch gehen. Ist vielleicht das Angestelltenverhältnis, was du seit 10 Jahren hast, gar nicht das Richtige für dich und du brauchst eigentlich mehr Freiheit, weil du den Mut auch hast, das zu machen, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Das ist auch heute eigentlich eine wichtige Entscheidung. Nicht jeder traut sich nach dem Studium oder nach der Schule sofort in eine Selbstständigkeit, sondern braucht erstmal die nötige Erfahrung, um dann zu wissen, okay, Angestelltenverhältnis ist vielleicht überhaupt gar nicht das Richtige. Und umgekehrt gibt es auch Unternehmer, die irgendwann mit dem Druck nicht klarkommen und sagen, also so viel Verantwortung will ich gar nicht mehr tragen. Ich möchte
vielleicht lieber selbstständiger sein, Solo-Selbstständiger und mein eigenes Ding machen. Oder Leute, die sagen, ich brauche ganz viel Sicherheit und gehen dann in ein Arbeitnehmer-, in ein Angestelltenverhältnis. Auch das gibt es. Aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, wer bin ich, was will ich und wo will ich hin und wofür bin ich eigentlich vom Typ her auch am besten geeignet. Das sind die Bereiche, die wir dann für Arbeitnehmer, für Personen, die im Berufsleben stehen, annehmen. Ein kleiner weiterer Bereich, der im Augenblick aber noch nicht so ausgebaut ist, ist natürlich das, wo man eigentlich anfangen müsste, nämlich bei den Schülern, bei Jugendlichen, die in der Findungsphase sind und gar nicht wissen, wo soll denn mal das berufliche Leben hingehen? Möchte ich studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen? Möchte ich was auch immer werden? Und so ungefähr ab dem Alter von 16 Jahren kann man auch mit den Assessments ganz gut arbeiten und rauskriegen, wo denn die Reise für eine jugendliche Person hingehen kann. Möchte sie den klassischen Weg gehen, Ausbildung, Studium, irgendwo sich dann einen Arbeitsplatz suchen und dort Karriere machen? Oder vielleicht auch den Querweg gehen und sagen, okay, Schule interessiert mich nicht so, ich kann irgendwas ganz Tolles und ich möchte das machen und habe auch die Fähigkeiten dazu, mich dann dort mit selbstständig zu machen und gehe meinen Weg dann als eigener Unternehmer oder Unternehmerin. Auch das ist möglich. Denn viel zu viele Menschen, die ich auch kenne, sind in ihrem Beruf nicht glücklich, weil sie zu dem, sage ich mal, eigentlich richtigen Zeitpunkt, nämlich dem Beginn des Berufslebens, eine Entscheidung getroffen haben, die damals sicherlich richtig war oder aus bestimmten Zwängen halt hervorgegangen ist und dann einen Beruf erlernt haben oder ausüben, der eigentlich nicht das ist, was ihr Lebenstraum ist. Und sie dann natürlich irgendwann einen Lebensstandard sich aufgebaut haben und sich dann auch nicht mehr trauen, diesen über Bord zu werfen und zu sagen, okay, ich fange nochmal komplett neu an und mache das, was ich schon immer machen wollte. Das trauen sich viele nicht und das ist auch oftmals auch natürlich eine finanzielle Frage, eine Frage von Familie, die sich dann ein Leben aufgebaut haben, was man dann auch nicht einfach so wegwirft, nur um dann vielleicht nochmal beruflich durchzustarten. Aber das ist auch etwas, deswegen sollte man frühzeitig drüber reden. Aber klar, ich weiß auch, das ist vielleicht auch noch ein Alter, wo man darüber vielleicht noch gar nicht so wirklich reden will und sich die Gedanken machen will. Aber das ist eigentlich der Weg, wo es in Zukunft hingehen soll, damit wir eine Gesellschaft haben von Menschen, die in ihrem Berufsleben oder weiteren Leben, weil Geld verdienen müssen wir ja irgendwo alle, den richtigen Weg eingeschlagen haben. Also das sind im Prinzip jetzt die drei Kernbereiche, die wir anbieten, wo wir dir, euch helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen und den richtigen Weg zu gehen. Das machen wir in Form von Workshops. Ich biete diverse offene Workshops an, in denen dann auch verschiedene Menschen hineinkommen können, das gemeinsam machen können. Wir bieten Workshops dann für geschlossene Gruppen an. Das ist dann individuell für Unternehmen, wo wir dann mit Teams entsprechend zusammenarbeiten. Und ich biete halt auch immer mal im Jahr ein paar offene Workshops an, wo dann Tatsache sich frei das finden kann. Und natürlich bieten wir auch Coachings an. Das heißt, wenn jemand das nicht in einer Gruppe machen möchte oder nicht in einem festgefahrenen Workshop-Format, dann können wir uns natürlich auch in einem Coaching zusammensetzen und das ganz individuell erarbeiten und entsprechend weiterentwickeln, sodass du dann nachher am Ende ein klares Bild hast, wo die Reise hingehen kann. Das sind so die Kernangebote von der Reischer Consulting. Ich bin auch noch im Neuwork-Experten-Team mit drin und dort geht es natürlich noch um etwas weiter gefasste Themen der modernen Arbeitswelten mit meinem 30-jährigen Wissen aus der IT-Branche, wie man heute moderne Arbeitsplätze gestalten kann, wie man mit Konferenzlösungen umgehen kann. Das sind Dinge, die dann, sage ich mal, individuell mit mir besprochen und gebucht werden können, wo ich euch weiterhelfen kann, was aber jetzt nicht so das Standardportfolio der Reischer Consulting ist, was aber durchaus etwas ist, was ich euch bieten kann und wo ich euch weiterhelfen kann, damit diese auch jetzt stark in den Veränderungen gefallenen Situationen gemeistert werden können und die Post-Corona-Phase dann wieder ein glückliches und zufriedenes Leben darstellen können. Das soll es mit dem Thema Weiterentwicklung gewesen sein. Die nächsten Folgen von Reischers Welt sind jetzt in Planung.
Dort gibt es dann Interviews mit Kollegen, Freunden, Partnern zu bestimmten Themen. Wir gehen auf einzelne Bereiche genauer ein. Beziehungsweise, wenn ihr Wünsche habt über Themen, die hier in diesem Format ihr hören oder sehen wollt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und wir können das entsprechend vorbereiten. Ansonsten sage ich wie immer, macht's gut, Nachbarn, und eine schöne Restwoche. Tschüss. Aishas Welt, Audio- und Videopodcasts rund um Menschenkenntnis, Lebensmotive, Persönlichkeit und Weiterentwicklung. Deine Inspirationsquelle für die beste Version deiner selbst.